Ich würde sagen, wir beginnen den heutigen Abend ganz einfach mal. Ich meine, man gewöhnt sich nie an diese gähnende Leere, aber trotzdem ist es schön, dass wir trotzdem heute Abend hier zusammengekommen sind, dass man jeden persönlich kennt, namentlich ansprechen kann, der hier am und um den Ring herum sitzt. Vielleicht für all diejenigen, die jetzt gerade bei YouTube zuschauen, Universum TV, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, 12 knackige Kämpfer am heutigen Abend und ab 19.30 Uhr dann auch bei Bild Plus. Und wir warten natürlich alle sehnlichst auf seinen Auftritt heute Abend. Can Kozobutski, die größte Hoffnung im Schwergewicht, die es überhaupt gibt momentan. Hier bei Universum Box Promotion. Und es wird bestimmt ein zackiger, knackiger Kampfabend. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Kampf des heutigen Abends. Leichtgewicht, 4 Runden der Frauen. Und ich rufe in den Ring die Boxerin. In der blauen Ecke, Sabine Hempel. Herzlich willkommen heute Abend hier bei Universum Box Promotion, Sabine Hempel. Und nun zu ihrer Gegnerin in der roten Ecke. Keine weitere Anreise aus Hamburg, Natalie Zimmermann. Zimmermann. Zu den Punktrichtern des ersten Kampfes, jawohl, da kommt Applaus aus der Ecke. Zu den Punktrichtern des ersten Kampfes am heutigen Abend, Timo Habichos, René Fiebig und Irene Kostenko. Der Mann im Ring, Ingo Barabas. Und nun zu den Boxerinnen. Die Kämpferin in der blauen Ecke ist 34 Jahre alt, 1,65 Meter groß, 55 Kilogramm schwer. Es ist heute Abend ihr Profidebüt als Boxerin in ihrer Ecke. Trainer Mai Kurzweil und Christian Dulz, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Sabine Hempel! Ihre Gegnerin in der roten Ecke ist 38 Jahre alt, 1,68 Meter groß, 61 Kilogramm schwer. Ihre Kampfbilanz als Boxerin, 2 Kämpfe und alle beide gewonnen. Sie tritt an für das Gym PIX Global Sports. Sie ist Vize-Weltmeisterin im Kickboxen ihrer Ecke, ihr Trainer Christian Morales. Herzlich willkommen aus Hamburg, Natalie Zimmermann. Die Boxerin zur Mitte. Ihr kennt die Regeln, boxt fair und befolgt meine Kommandos. Viel Glück euch beim Touchclubs. Der Kampf ist angesetzt auf 4 Runden, 4 Rounds of Boxing. Die Boxerinnen sind bereit, so let the fight begin. Nun zu einer höchst interessanten Frau im Leichtgewicht, die sich hohe Ziele gesteckt hat. Und das im forschen Alter von 38 Jahren, Natalie Zimmermann. Sie bestreitet heute ihren dritten Profikampf und trifft dabei auf Ringneuling Sabine Hempel. Natalie Zimmermann, die blonde Dame. Rechtsauslegerin, begann mit 37 Jahren mit dem traditionellen Boxen und da liegt sie schon mal am Boden. Die Sabine Hempel wird angezählt von Ingo Barabas, ja, hat keine Amateurkämpfe, hat sie sich natürlich anders vorgestellt, kommt gar nicht mehr auf die Beine und da steht sie, geht wieder runter und der Kampf ist vorbei. Ja, da hat sie natürlich die Natalie Zimmermann ist anders vorgestellt und die Sabine Hempel erst recht. Schwer angenockt oder enttäuscht, das kann man nicht genau sagen. Ja, kurzes Ende, aber das ist natürlich so, wenn man so ohne boxerische Vorbereitung in einen Profikampf geht, dann kann sowas eigentlich nicht gut enden. Und dass es so schnell geht, damit konnte keiner rechnen. Die Altenpflegerin
schwer angeschlagen. Ja, war guter Dinge noch vor dem Kampf, aber dann ging es ja ratzfatz und Nathalie Zimmermann hat die Sache hier für sich entschieden. Vom Beruf Physiotherapeutin und Personal Trainer, großen Boxverbände. So, und da kommt das Urteil. Schnell ging's. Ja, dann kommen wir zum ersten Urteil des heutigen Abends. Und das ist knackiger K.O. nach 35 Sekunden in der ersten Runde. Und dritter Kampf, dritter Sieg, K.O. Nathalie Zimmermann. Gratulation. Ja, freut sich die Nathalie. Aber sie weiß natürlich auch, dass heute war keine richtige Bewährungsprobe. Aber sie hat es schnell erledigt, ihre Aufgabe.